Hallo, hallo und willkommen zurück zu Undead Legacy an Tag 39, wo ich jetzt die letzten Stunden noch etwas in der Mine unten verbracht habe, allerdings bis auf Stein und Sand nicht viel gefunden habe. Aber wir können mal in die Fähigkeitspunkte reingehen. Da haben sich zwei angesammelt. Wenn jetzt die Mine unterm Haus langsam ihre Form annimmt, dann mache ich Hauptader mal voll. Dann kriegen wir hier auch maximale Rohstoffe raus. Und dann können wir auch gleich Packesel voll machen. Kriegen wir noch ein bisschen mehr getragen. Gut. Dann ist Stärke jetzt eigentlich erstmal so weit ausgebaut, wie ich das haben will. Als nächstes würde ich hier in Beweglichkeit ein bisschen reingehen, wegen Angriffswelle und wegen Parkour. Was haben wir heute vor? Wir haben hier unten noch eine Stufe 3 Abholen-Quest. Die ist jetzt gerade interessant, nicht unbedingt wegen der Quest, aber da ist ein Crackerbook-Geschäft drin in diesem Gebäude. Und da möchte ich mir meine Forschungsmaterialien und Bücher holen, die wir brauchen, um hier weiter zu upgraden. Ich will jetzt nur einmal, bevor wir losfahren, in den Schmelzofen reingucken. Hier ist nämlich von gestern mein ganzes Eisen unterwegs. Das habe ich schon in Eisenbarren umgewandelt und bin jetzt gerade dabei, daraus Stahlbarren zu machen. Dann nehme ich mir mal schon die 200, die hier drin sind, und mache daraus gleich Stahlplatten. Dürfte ja knapp über 100 ergeben. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall, wenn das durch ist, nachher wieder Stahlplatten, die wir zum Upgraden nutzen können von den Werkbänken. Dann muss ich jetzt nur noch den Generator ausmachen. Und dann können wir auch schon los. Oh, hallo Hund. Oh, was? Ich mache so viel Schaden mit dem Messer? Du kannst nicht entkommen, Hund. Du kannst nicht entkommen. Warum nenne ich den eigentlich Hund? Das ist ein Kojote. Naja, ist fast dasselbe. Ich hatte noch eine Mod hier für dieses Bike. Wie ging das? Kann man das hier so einbauen? Ja. Ich hatte hier Brennstoffsparer. Das ist doch nett. Spart uns ein bisschen Benzin. So, dann mal auf zur Quest. Holen wir uns die tägliche Dosis Forschungsmaterial aus Rezepten, Bauplänen und Büchern. Also angekommen. Hier waren wir auch schon mal. Vielleicht sogar mehrfach. Aber das ist egal. Ich habe bisher meistens einfach nur diesen Crackerbook da gelootet, ohne durch das ganze Gebäude zu gehen. Aber wir sind diesmal hier, um die Quest zu machen. Das heißt, ich muss ja auch durchs ganze Gebäude gehen. Oh, wow. Naja, theoretisch muss ich nicht, weil es nur eine Vorräte-Suchen-Quest ist. Aber sei es drum, ich gehe einmal komplett durch heute. Heben wir doch als erstes ein bisschen Geld ab hier am Automaten. Mal schauen, ob Alan schon das Monatsgehalt überwiesen hat. Oh ja, da ist schon ein bisschen was da. Oh, hallo Kopf. Oh. Boah, dabei fällt mir ein, ich muss unbedingt den Schlagschrauber mal upgraden, damit das hier, das ganze Abbauen von dem Zeug, ein bisschen schneller geht in Zukunft. Der ist ja noch auf der ganz untersten Stufe H. Oh, interessant. In den Ladenregalen hier sind auch manchmal Bücher drin. Oh, das muss ich mir merken. Ich dachte, hier ist immer nur Quatsch drin, Elektronik und sowas. Nägel, die braucht keiner. Da draußen kriegt einfach eine Schlange rum. Naja, solange die hier nicht reinkommt, ist alles gut. So, aufmachen. Oh, der kommt von draußen. Oh, noch ein Wannabe-Spinnenzombie. Okay. Alles klar. Dann gehen wir erstmal den da draußen entsorgen. Dann war hier drin noch irgendwas. Ach, da. Mann. Hier ist nichts weiter. Gut, okay. Eine Poppenpilzkiste. War das nicht eine Poppenpilzkiste? Ja. Seit wann sind denn da Bücher drin? Ganz komisch heute. Eigenartige Dinge passieren hier mit dem Loot. Mysteriös. Oh, das nehme ich gleich. Und dann trinken wir gleich was hinterher.
Ja, hier fangen die richtig guten Kisten an. Mit den garantierten Bauplänen. So, hier geht's dann auf den Hinterhof. Ja, alles weniger interessant. War das so, dass man hier weitermacht? Nee, die ist auch gesperrt. Ist aber egal, ich mache die jetzt auf. Ich weiß ja, dass das Hauptloot hier ist. Quasi um die Ecke hier. Dann brauchen wir uns nämlich nur noch die Vorräte suchen. Okay. Und die Tür ist auch zu. Sehr schön. Hier dahinter müsste das Hauptloot sein. Und da ist ja auch die Hauptkiste. So, Erste-Hilfe-Verband. Alles ganz nett. Waffentasche. Ach, was ist das denn für eine komische Waffe? Ach, die hatte ich doch. Die hatte ich doch vor der anderen Waffe. Das ist die schlechtere 9mm-Pistole. Ja. Ja, ich glaube, ich muss hier. Ja, doch, ich muss hier durch. Sonst müsste ich mich da hinten rausprügeln. So, mach auf hier. Hier gibt es wohl nichts zu sehen. Oh, ein Buch. Dann haben wir noch diesen Raum. Okay. Also jetzt sind wir einmal durchs untere Geschoss sozusagen durch. Irgendwo gibt es doch hier aber auch eine Treppe, oder? War das hier? Ja. Hier geht es nach oben und oben ist dann auch dieser Crackerbock-Bereich von dem Gebäude, wo es die ganzen vielen Bücherregale gibt. Hallo. Oh. Noch einen Pheromon. So, und immerhin wird mir hier auch die Tasche angezeigt. Ja, hier ist sie sogar schon. Sehr gut. Kommt jetzt hier irgendwas? Das hört sich so an. Oh ja. Hallo. Oh, der auch. Und ein Kojote. Naja, die hier sind nur Deko, leider. Kann man nicht looten. Oh, sehr schön. Das nehme ich doch gerne. Schmerzresistenz. Ja, komm, nehme ich das mal, oder? Stufe 17. Ein paar Molotows und Rohrbomben. Na, von draußen kommt schon wieder irgendwas. Wow. Steht da einfach hinter der Ecke. Und noch mehr. Ja. So, dann geht's noch hier lang. Guten Tag, aufwachen. Au. Au. What the fuck? Nein. Ah. Was für eine Scheiße. Ach so, meine Hand ist schon wieder kaputt. Deswegen geht das hier alles so langsam. Okay. So geht's. Bin infiziert, aber ich hatte doch irgendwas gelootet. Ich hatte doch Honig hier, ja. Habe ich auch ein Nähset?
Leider nicht. Aber ich habe hier einen Verbandskasten. Nehme ich den. Der heilt das auch. So, einziger Weg weiter ist jetzt hier rüber. Da kommt man dann auf die andere Seite. Oh, hallo. Shit. Eine Furry. Mann. Wird langsam heftig hier vom Game Stage her. Muss man sich ein bisschen besser bewaffnen vielleicht. Mach mal auf hier. Hallo? Das war gar nicht die Tür. Oh Gott. Ja, okay, ich geh mal hier raus. Das ist ein bisschen viel. So, kommt raus. Das klappt nicht so richtig. Ah. Ach, Vögel auch noch. Die wollen auch mitspielen. Au. Versteck dich hinter der Dachkante, ey, wirklich. Weg mit dir. So, jetzt lass mich rein. Was für eine blöde Shitshow schon wieder. So, dieses Buch hier, das hatte ich schon. Sehr gut. Was macht das? Fertige M60. Oh. Das benutze ich mal. Hier geht noch irgendeine Tür auf. Und das hier kann man noch looten. Hier ist noch eine Waffentasche drin und dann geht's. Eisenmachete. Dann geht's hier in den Crackerbook-Bereich. Was will der denn jetzt hier? Vor allem, wo kommt der? Au, wo kommt der her? Oh, das ist nicht gut. Mach mal das zu. Gib mir mal noch einen Verbandskasten. Wow. Heftig. Ach so, weil ich die Tür hier durch dieses eine Schlüsselbrett aufgemacht habe. Deswegen sind die hier reingekommen. Das erklärt es natürlich. Footballhelm. Raketenwerferbauplan. Ja, noch brauche ich ihn nicht. Das ist noch ein bisschen früh. Dann nehme ich lieber die Forschungsdaten. Motorradlenker brauche ich nicht mehr. Dafür ist es zu spät. Kürbiskäsekuchen. Den lerne ich. Fischtacos werden gescrapped. Hallo Schlange. Haben wir hier noch mehr Lootbare? Ja, LKW-Rad. Lernen, würde ich sagen. Fechte in der Stadt. Militärtarnstiefel brauche ich nicht. Scrap. Handel kann ich Schaden lernen. Schmelzofen, Vorschlaghammer. Alles scrappen. Das sind Rezepte, die wir schon haben. Und dann haben wir es, glaube ich. Ja. Hier sind die Nähsets, die ich zum Heilen hätte benutzen können. Aber ist egal, jetzt ist es zu spät. Eine Magnum, oh! Ist das das erste Mal, dass ich für diese Kaliber 44 Munition eine Waffe habe? Ich glaube schon. Sehr cool. Haben wir was zum Ausprobieren? Aber jetzt geht's erstmal zurück zu Ellen mit kleinem Zwischenstopp zu Hause, denn ich würde gern die ganzen Handelssachen mitnehmen zu ihr. Und dann gucke ich mal, was sie so für neue Quests hat. So, alles reinladen. Und das hier sind die Sachen zum Verkaufen. Ich kann auch gleich noch ein paar mehr Sachen aus dem heutigen Loot mitnehmen, die wir verkaufen können. Zum Beispiel hier das Geld. Naja, vielleicht noch ein, zwei andere Dinge. Mal die guten Sachen vorher noch reparieren. Boah, 6 Militärstoff. Vergiss es. Das kann man reparieren mit ein paar Zweigen, Eisenmachete.
Ja, warum nicht? Das Teil hier auf jeden Fall. Der Football-Helm müsste auch sehr einfach zu reparieren sein. Schrottmesser sowieso. Eisenspeer könnte man machen. Eisenhelm. So, alles klar. Dann gehen wir damit jetzt zu Alan. So, Klauenhammer oder Alteisenstiefel? Die verkaufen sich besser. Okay, bevor ich verkaufe, Zuckerhintern. Gut, das war's. Sie hat Restock an Tag 41. Aber ich werde mir von ihr noch das zweite hochwertige, den zweiten hochwertigen Reparatursatz kaufen. Einfach damit ich ihn habe, falls ich ihn nochmal für irgendwas brauche. Ist auf jeden Fall besser, als das selber zu bauen. So, ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass ich das machen muss. Ich repariere noch einmal den Stahlknüppel hier bei ihr. Einmal voll. Alan, ich habe von dir noch gar keine Quest angenommen. Appliance Repair Store kennen wir schon. Commercial Fit, Bell's Bakery. Lease Apartment Building. Viktorianisches Haus 9. Das ist aber in einer anderen Stadt. Was ist denn das? Okay, das sieht interessant aus. Könnte sogar ein Vanilla POI sein. Bin mir gar nicht sicher. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Forschungsmaterialien hier in der Stadt an diesen Zeitungsständern und so. Ich fahre mal ein bisschen rum in die Richtung von der Quest und nehme mit, was ich so sehe unterwegs. Okay, ich bin eigentlich schon da. War jetzt gar nicht so schlecht, die Ausbeute von den Zeitungsständern und so. Wo ist der Feral? Ja. Ich glaube, der hat irgendwie meine Fährte verloren. Oh, das war daneben. Oh, jetzt, okay, jetzt hat er sie wieder. Oh, und das ist schon gelootet. Das heißt, wir waren hier schon mal. Ach ja, na klar. Normalerweise steht ja auch der Zementmischer vor dem Haus. Der ist ja auch gar nicht mehr da. Das hatte ich hier. Hier hatte ich mal einen dieser ersten kompakten Motoren bekommen. Deswegen war ich schon mal hier. So, weg mit dir. Packen wir mal ein bisschen was weg hier. Und dann gehen wir durch diesen POI auch nochmal durch. Und da ist wieder der Zementmischer. Sehr gut. Vielleicht kriege ich ja noch einen kompakten Motor raus. Hey, sehr gut. So. Oh. Da sind wohl ein paar Zombies. Oh. Tot. Hier von der Seite kommt noch einer. Oh, und der ist hier irgendwie ausgebrochen. Okay, schauen wir uns mal hier drin um. Bürostühle müssen mitgenommen werden. Schränke müssen gelootet werden. No, der Automat funktioniert ja sogar. Augenschmaus, her damit, Fensterzertrümmerer, Gefängnisausbrecher habe ich noch genug. Ja, reicht. Hallo? Auf den Kopf. Nein. Hm, Baustellenbereich. Ah, verdammt. Tot. Hä? Ich höre doch noch was. Ach, da. Ist von oben runtergekommen.
Baustellenkiste hat Schalter. Ja. Hätte ich ihn weder erforschen noch bauen brauchen. Letzte Folge oder vorletzte hatte ich einen Schalter gebaut. Okay, das war schon die Quest. Dann suche ich jetzt einfach nur noch das Hauptloot. Ich glaube, hier oben ist es nicht. Dafür ist es ja auch viel zu ruhig hier oben. Und viel zu zombiefrei. Eisenstiefel. Nee, ich glaube, das Hauptloot ist hier im zweiten Gebäude unten. Ich meine, ich habe den schon mal durchgemacht, diesen POI. Kampfanzug. So, unten müsste das sein, was ich suche. Ja, das sieht sehr gut aus. Aber hier sind auch Zombies. Garantiert. Der ist bestimmt Farrell. Oh ja. Oh Gott. Wow. Aber war das jetzt der einzige? Nee. Hier sind doch noch mehr. Ach, die kommen jetzt alle von oben, ne? Na, hervorragend. Oh Gott. Warum habe ich keine Bombe mit? Es geht auch so. Aha, okay, Material. Noch mehr Schalter. Und in der Hauptkiste ist ein Stahlknüppel. Gut. Sollte ich jetzt vielleicht noch ganz oben gucken? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber hier ist nur noch mal so ein Dachteil. Noch mehr Müll. Nee, das lohnt sich hier nicht. Ganz oben drauf. Da ist nur ein Rucksack und noch ein Geier. Na los, dann holen wir uns noch den Rucksack. Was soll's. Und noch ein Zombie hinter mir. Geh weg. Gezackte Klinge. Überraschung. Hinter dir. Quest ist erledigt. Ja, dann bewege ich mich in Richtung nach Hause und nehme noch so ein paar von diesen Zeitungsständern hier, die am Straßenrand stehen, mit. Denn das ist gefühlt echt eine gute Quelle für Forschungsdaten. Was mir noch gerade einfällt, ich muss ja auch die Wartung von Lieferwagen skillen. Und um das zu erforschen an der Forschungsbank, brauche ich noch einen weiteren Automotor. Also wäre es wahrscheinlich sinnvoll, hier einfach noch ein paar Autos auseinanderzunehmen, wenn man welche sieht, die nicht vollständig kaputt sind. Ah, und das ist ja Geschwindigkeit mit Äxten. Natürliche Antibiotika, jetzt lerne ich die. Falls wir sie mal brauchen. Und hier ist noch ein Buch, was ich schon gelesen hatte. Und da sind die nächsten Container. Herstellen von Stoffen wird weniger Baumwolle benötigt. Ja, okay. Am besten wäre es, wenn man zur Herstellung von allem gar keine Baumwolle benötigt. Das wäre mir wirklich ein Fest. Okay, jetzt kann ich mir die Eisenbarren, Stahlbarren hier rausnehmen. Aus den Eisenbarren wollte ich Darts machen. 41, ja, mach halt. Und dann natürlich noch weitere Stahlplatten. So, jetzt muss ich ganz schnell oben den Generator anmachen, weil an der Tür klopft schon wieder einer an. Oder? Warum? Ah, jetzt. Okay. Manchmal stehen die irgendwie einen Zentimeter zu weit hinten.
glaube ich, für den Elektrozorn. Naja, das macht nichts. Ich wollte meinen ganzen Kram hier mal ablegen. Ich hätte doch einiges angesammelt heute. Viel Loot bekommen. Wow. Dann werde ich gleich mal den Presslufthammer reparieren, weil den werde ich jetzt in der Nacht wieder benutzen. Hä, wo sind die ganzen Stahlplatten? Ach, liegen die? Ach, die liegen alle noch in der Schmiede, oder? Deswegen habe ich keine. Ah ja, natürlich. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich werde den Presslufthammer benutzen, deswegen sofort reparieren. Ich hoffe, dass ich heute mal irgendeine Ressource finde da unten. Kann ja nicht sein, ich habe da jetzt schon... Ich kann euch das ja gleich zeigen, wie weit ich da mit den Tunneln bin. Aber vorher wollte ich die Upgrades machen. So, was wir jetzt hier brauchen, sind Lehmziegel. Mach mal 200. Und sobald davon ein paar fertig sind, kann ich die Schmiede upgraden. Hier fehlen nur noch 60 Lehmziegel. Und damit haben wir dann die Möglichkeit, Titanplatten zu bauen, die man für die hochwertigen Reparatursätze brauchte. Allerdings, ich habe ja mittlerweile welche gekauft. Das heißt, ich könnte auch ohne das hier schon die Wartungsstation upgraden. Was mir allerdings fehlt, also an Titanschrott komme ich easy ran. Bücher kann ich selber bauen, aber Leder. 100 Leder. Da werden wir morgen mal gucken, ob wir ein bisschen was rankriegen von, ja, von was eigentlich? Von Tieren oder aus Möbeln? Das sind die beiden Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. So, lass uns hier die Lehmziegel rausnehmen, die fertig sind, die Schmiede einmal leer machen. Dann können wir die upgraden. Zack. Oh, und da ist sie im Inventar gelandet, oh, weil sie wieder größer ist. Ah, ich will ja hier nicht jedes Mal umräumen. Verdammt, das ist die aber wirklich groß. Holy shit. Ja, aber sie passt hier noch irgendwie hin. Okay, vielleicht muss ich den Ofen doch hier in die Ecke bewegen. Und dann muss die Chemiestation nochmal woanders hin. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch in den Untergrund gehen. Ich muss mir ein bisschen Benzin mitnehmen. So, dann gehen wir mal runter. Halt. Vorher möchte ich gerne das hier mal aufladen. Denn da werden jetzt einige Zombies reinstolpern. So, springen wir mal hier einmal runter. So, ich habe hier in drei Richtungen gegraben. Relativ weit. Ich glaube, am weitesten ist es in dieser Richtung. Und hier ist einfach gar nichts. Ich muss mal gucken. Karte. Ja, hier sind wir Richtung Stadtausgang unterwegs. Aber du kannst hier Ewigkeiten laufen und laufen und nach vorne bohren. Aber es kommt einfach nichts. Einfach kein Glück im Moment. Oh. Okay, das hat jetzt nicht lang gedauert. Da habe ich einmal Nitrat gefunden, scheinbar. Gut. Wo ist denn meine Schaufel? Hier. Dann werde ich jetzt mal mich hiermit ein bisschen beschäftigen über Nacht. Das ganze Loch hier noch etwas größer machen. Gucken, ob hier vielleicht noch eine zweite Ressource irgendwie vorkommt. Ist ja meistens so, dass hier... Ah, guck's dir an. Guck's dir an. Hier ist Eisen noch dazu. Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt endlich hier unterm Haus was gefunden. Sehr schön. Okay, dann werde ich das jetzt hier über Nacht abbauen. Und das ist Blei, oder? Ja, das ist Blei. Okay, sehr schön. Also, dann beschäftige ich mich jetzt hier mit über Nacht, hole noch mehr Zeug heran und dann machen wir hier weiter am Morgen von Tag 40. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn es euch weiterhin gefällt, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und damit bin ich mal raus für die Folge. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.